Hallo, ich bin Carsten in Mahl und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Ja, hallo nochmal. Ja, ich bin wieder in meinem Hauswald der Hart unterwegs. Bin von zu Hause aus gestartet. Ich hatte ja vor ein paar Wochen, als ich die Waldpromenade gegangen bin, da hatte ich ja gesehen, dass hier in der Hart ein paar neue Rundwanderwege angelegt wurden und habe da schon beschlossen, dass ich die mir mal ein bisschen genauer anschaue. Ja, und den ersten, den will ich dann heute davon in Angriff nehmen, und zwar den Heidbergweg. Ich habe mir den ausgesucht, den ich von zu Hause aus am besten zu Fuß erreichen kann. Ich denke mal, die anderen werde ich dann wohl hinfahren. Ja, es gibt jeweils zwei Rundwege. Einmal einen blau markierten und einmal einen in orange markiert. Der blau markierte heute, der hat knapp über 10 Kilometer. Und die Orangenen sind dann jeweils die etwas kürzeren. In der Regel starten die starten alle an einem der großen Wanderparkplätze. Allerdings werde ich sag mal, mitten in der Strecke einsteigen, weil ich habe mir natürlich den Punkt rausgesucht, den ich von zu Hause aus am leichtesten erreichen kann. Ja, und dahin bin ich jetzt gerade unterwegs, zum bestmöglichen Startpunkt für mich. Ich habe zwar GPS dabei, also ich habe keine GPS-Daten dazu gefunden, zu diesen Wegen, aber ich gehe jetzt mal das Risiko ein und vermute mal, dadurch, dass die Wege recht neu sind und ich schon viele Markierungen gesehen habe, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass die Wege durchgehend gut markiert sind und ich den Weg so finde. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Von da aus finde ich immer irgendwie nach Hause. Ich probiere es einfach mal so. Wie gesagt, ich habe das GPS dabei und werde, also die Aufzeichnung läuft noch nicht, werde dann aber, sobald ich auf den Weg treffe, die Aufzeichnung starten. Oder kurz davor wahrscheinlich. So dass es dann demnächst dazu auch einen GPS-Track geben wird. So, jetzt laufe ich hier wieder das Stück an den Bahngleisen entlang. Da vorne muss ich einmal so ein Haus umrunden, dann unter den Gleisen hindurch und dann bin ich schon fast am Einstieg der Route. So, die Track-Aufzeichnung läuft. Jetzt dürfte da nicht mehr viel schief gehen. Diese Infotafel, die war vor ein paar Wochen noch nicht da. Ich habe sie mal fotografiert. Dann könnt ihr mal auf Pause drücken, wenn ihr es lesen wollt. Es geht hier um die Bahnlinie, neben der ich jetzt gerade herlaufe, die die Hart schon 1870 geteilt hat.
Ja, und die Artförster, die haben sich ordentlich Sorgen gemacht, ob des Funkenfluges, weil damals gab es ja nur Dampfloks. So, und da haben wir die erste Markierung. Ab hier sind wir dann auf dem Heidberg-Rundweg. Auf dem blauen, 10, bisschen Kilometer, wie gesagt. Dann gibt es dann noch den orangenen. Da habe ich es jetzt nicht gerade im Kopf. Aber ich kann es ja einblenden. Beziehungsweise kann auch die Broschüre verlinken. Es gibt da eine PDF-Datei, wo eine kleine Übersichtskarte mit allen Wegen eingezeichnet ist. Die kann ich euch auch verlinken. Ja, und wenn die Aufzeichnung von dem Track klappt, dann den natürlich auch. So, dann bin ich ja mal gespannt. Wie gesagt, das war vor ein paar Wochen auch die erste Markierung, die ich gesehen habe von den neuen Wegen. Und jetzt schaue ich sie mir an. Wenn ich es richtig im Kopf habe, steige ich quasi fast am Ende der Runde ein. Also von hier aus, denke ich mal, wird es ziemlich direkt zum Wanderparkplatz gehen. Aber lassen wir uns überraschen. Wie gesagt, ich laufe einfach nur so hinterher. In der Hart gibt es auch das Forsthaus Heidberg. Ich denke mal, das wird wohl auch der Namensgeber für diesen Weg hier sein. Das ist ein Jugendbildungszentrum. Denke mal, Jugendbildungszentrum ist richtig. Wo es dann aber auch um Forst geht. Ja, wir kommen Start-Zielpunkt näher. Und da seht ihr dann auch die orange Markierung für den kürzeren Weg. Also, dann schauen wir mal. Ja, da ist der Parkplatz. Wir gehen jetzt aber, denke ich mal, hier rein, wenn ich die Markierung von hier aus richtig sehe. Dann ist das jetzt der eigentliche Start der Tour, würde ich sagen. Ja, jede dieser Rundtouren soll ein bestimmtes Motto haben. So soll es hier bei dieser um Wald und Industrie gehen. Ja, da vorne, das müsste ja jetzt dann die erste Tafel gewesen sein, die erste Infotafel. Und da ging es dann um die Wasag, also um Sprengstoff, der hier in der Hart produziert wurde und wo die Mitarbeiter damals während der Arbeit nur Filzpantoffeln tragen durften. Ja, in Pantoffeln arbeiten ist auch nicht schlecht, ne? Ja, da geht es um die Stieleichen. Ja, Aussicht wird es hier nicht viel geben. Das wird nur eine Waldrunde sein. Allzu viel Höhenmeter erwarte ich hier auch nicht. Aber wie gesagt, so ein bisschen kenne ich ja die Gegend. Naja, schauen wir mal, dann sehen wir schon.
Na, die Waldpromenade führt ja quasi nur über so einen breiten Forstweg am Waldrand. Aber hier der Heidbergweg, da geht es dann schon schöne kleine Single Trails. Zwar auch mal ein bisschen was Breites, aber meistens wird es dann wieder irgendwann wieder schmaler. So, hier geht es nach rechts. Ja, ich bin ganz schön überrascht, wie viel heute hier wirklich los ist. Eigentlich hatte ich vor, mir unterwegs irgendwo Kaffee zu kochen. Aber bis jetzt habe ich auch noch kein vernünftiges Plätzchen gefunden. Naja, ich sag mal, so lang ist die Tour nicht. Die kann ich auch ohne Pause durchgehen. So wichtig wäre es mir dann jetzt auch nicht. Irgendwo bei der Hälfte bin ich jetzt. Mein Gott, Sprachprobleme. Mal gespannt. Ich glaube, da vorne geht es jetzt links rein. Jetzt geht es wieder auf kleinere Wege. Ja, da hinterm Baum geht es links rein und dann kommt auch schon die nächste Markierung. Allgemein kann man sagen, die Markierungen sind hier echt gut angebracht. Ab und zu vermisst man zwar eine, aber wenn man dann ein paar Meter weiter geht, dann sieht man schon die nächste Markierung. So, da hinten steht ein Förster oder ein Jäger. Schauen wir mal. So, hier quert ein Weg und hier muss ich auch links ab. Ich vermute mal ganz stark, dass das hier mal wieder der Römerweg ist. Sieht auf jeden Fall ganz verdächtig danach aus. Und wenn ich mich nicht täusche, ist da hinten sogar die Kreuzung mit der Hütte. Vielleicht mache ich dann da einen Kaffee. Ja, da durch die Bäume hindurch sehe ich die Hütte. Und wenn die leer ist, mache ich da jetzt Pause. Ansonsten gehe ich weiter. Sieht doch so aus, als wäre sie leer. So, Kaffeewasser ist aufgesetzt. Ja, habe ich schön einen Kaffee getrunken an der Hütte. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie es hier weitergeht. Das Blöde ist, ich habe gerade an der Hütte ein paar Leute getroffen. Die sagten mir, dass die Schilder wohl weg sein sollten. Also das hier sieht mir jetzt aber nicht nach Weg aus, sondern eher nach Rückegasse. Dass zwischendurch wohl hier mal ein paar Schilder fehlen sollen, die wohl abgerissen sind. Man kann wohl an den Bäumen noch erkennen, wo die gehangen haben. So, nach circa 300 Metern muss ich links rein, hat mir der Mann gerade gesagt. Dann würde ich ja mal vermuten, dass er ungefähr hier sein muss. Das hier sieht jetzt eher nach dem Weg aus und nicht nach Rückegasse. Ich sag mal, ich habe jetzt keine Angst, mich hier zu verlaufen oder so. Das ist kein Thema. Ja doch, da scheint ein Schild gewesen zu sein. Da am Baum. Upsa. Scheint ein Schild gewesen zu sein. Ja. Bin mal gespannt, ob es da irgendeinem nicht gepasst hat
dass hier ein Wanderweg lang geht oder ob nun mal wieder einer sammeln wollte. Aber ich glaube mal eher, dass wieder irgendeinem das nicht gepasst hat, dass hier ein offizieller Wanderweg lang geht. Ja, für mich ist, glaube ich, auch mittlerweile das meiste vom Weg gegangen. So um die 7 Kilometer müsste ich jetzt weg haben. Also sind es nur noch 3. Also nicht mehr allzu weit. Also wenn ich jetzt den Weg nicht wiederfinde, dann dann werde ich direkt nach Hause gehen. Gucken wir mal. Aber wie gesagt, so ein bisschen kenne ich mich ja hier aus. Ich kenne zwar hier nicht jeden Stein und jeden Weg, aber ich weiß ja, in welche Richtung ich wieder zum Römerweg komme und von da aus komme ich immer nach Hause. Ja, ich weiß nicht, was die Sauerei soll. Einfach mal so ein paar Wanderschilder abmachen. Ja, die zwei Paare sagten mir, die wären den Weg schon mal gegangen. Von daher kannten die den Weg auch und wussten, wie sie ohne Schilder gehen können. Die sind vor ein paar Wochen schon mal das Stück gelaufen. Die sind aber noch nicht den ganzen Weg gegangen. Und wollten jetzt mal den ganzen gehen. Wie gesagt, vor ein paar Wochen waren die Schilder noch komplett. Aber ich soll jetzt hier, hat er mir gesagt, da den Weg rein. Und dann soll es bis zu den Gleisen gehen. Und dann wieder links ab. Also ich weiß, dass ich irgendwann noch mal den Römerweg kreuzen muss, bevor ich dann wieder zu meinem Startpunkt komme, sage ich jetzt mal so. Naja, schauen wir mal. Also ich könnte mir vorstellen, weil hier sind überall Aufbruchspuren und auch jede Menge Jagdböcke und Hochsitze, dass vielleicht der eine oder andere Jäger sagt, hör mal, ich will nicht, dass die Wanderer hier lang gehen. Das kann natürlich auch sein. Das ist natürlich blöd, wenn Wege erstellt werden und dann nicht mit allen Beteiligten darüber gesprochen wird. Aber gerade rechts im Gebüsch hat auch irgendwas ordentlich geraschelt. Also das war mehr als ein Vogel. Also ich weiß ja, dass dieses Waldgebiet hier recht wildreich ist. Und wenn dann auf einmal recht viele Wanderer durch Gebiete streifen, wo sie vorher nicht gegangen sind, da ist natürlich für das Wild auch einiges an Unruhe drin. Kann ich alles nachvollziehen. Ja, aber irgendwie finde ich keine Schilder mehr. Aber da ist wieder ein Baum. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Da an dem Baum, ungefähr da, muss ein Schild dran gewesen sein. Also da haben sie ganz schön was abmontiert. Scheint ich doch noch richtig zu sein hier. Das ist ärgerlich. So, da links zwischen den Bäumen erkennt man die nächste Infotafel.
Also habe ich den Weg auch ohne die Schilder gefunden. Auch hier am Baum kann man noch die Klebereste finden. Ist natürlich echt ärgerlich sowas. Feuerzauber, na wie auch immer. Mir fällt gerade ein, dass ich Ende November tatsächlich ein paar von den mittlerweile fehlenden Schildern auch gesehen habe. Und zwar an dem Tag, wo ich das Nikolaus-Giveaway gestartet habe. Da war ich ja auch in der Schutzhütte. Und da bin ich zwar aus einer anderen Richtung gekommen, habe da aber die Markierung noch gesehen. Also ist wirklich erst jetzt im Herbst entfernt worden. Ja, den letzten Kilometer, den spare ich mir. Ich laufe jetzt direkt nach Hause. Den kleinen Schlenker da, den spare ich mir, wie gesagt. Da wäre jetzt nichts Spannendes mehr. Ist blöd halt mit dem GPS-Track. Habe ich den halt dann doch nicht komplett aufzeichnen können. Aber da war mir jetzt gerade mit den, weiß ich nicht, 10 Hunden oder was das war. Das war mir zu viel Gewusel. Da gehe ich dann lieber hier direkt nach Hause. Aber wie gesagt, das ist höchstens ein Kilometer, der mir von der Runde fehlt. Ja, im Großen und Ganzen wirklich eine schöne Runde. Wenig breite Wege. Viele schmale Wege. Kann man empfehlen. Einzig doofe ist, die Markierung fehlt. Also ich werde trotzdem, denke ich mal, den Track hochladen, so wie ich ihn gegangen bin. Weil so könnt ihr den auch nachvollziehen. Zumindest das Stück, wo die Schildchen fehlen, könnt ihr dann so überbrücken. Ja, ich kann da hinten schon wieder die Halde erkennen und unsere Windräder. Das heißt, ich bin gleich auch schon wieder aus dem Wald raus. Also war wirklich nur eine ganz, ganz kleine Abkürzung. Trotzdem habe ich aber auch schon laut Garmin fast 12 Kilometer jetzt runter. Okay, ich habe während der Pause nicht ausgemacht. Und dann läuft das Garmin immer von alleine ein bisschen zickzack. Ja, ich hoffe, euch hat es trotzdem ein bisschen gefallen. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich Tschüss. Bis zum nächsten Mal.